Moin Moin und herzlich willkommen zu Life is Feudal. Wir haben wieder Freitag. Ja, der Herr Jücker haut hier wieder seinen Hammer durch die Gegend. Genau, sag mal was. Dann haben wir noch unsere Nicola. Hallo. Unsere Sekene. Hi. Unseren Rahman. Und und unseren Kleinsohn. Moin. Ja, damit sind wir jetzt erstmal vollständig. Unser Wendrup hat uns erstmal wieder verlassen. Der ist nächste Woche wieder dabei. Ja. Was treibt ihr so? Nichts. Nichts Produktives. Außer ich würde dich hier oben weiter in den Trockenrahmen zusammenzimmern und sie hier hinstellen. Und was mit den ganzen Waren? Da ist doch schon ein Großteil fertig. Ja? Wie viel hast du gebaut? So viel Platz wie hier war. Erstmal 10. Was soll ich denn mit 10 Wannen? Nee, 9 sogar nur. Lass mich doch erstmal die ganzen Trockenrahmen fertig machen. Und dann kommen die Wannen dran. Ich habe genug Unterstellplätze für die Scheißdinger. Das sehen wir ja dann. Aber so wie ich dich einschätze, bist du sowieso nicht damit zufrieden, was ich hier aufbaue. Viel zu viele Laufwege, viel zu weit weg. Das wird garantiert Laufwege sind alles kommen. scheiße. Will der Herr hier oben garantiert auch noch einen 100er Brunnen hinhaben, damit er Wasser ziehen kann? Ja, natürlich. Weißt du, von wo ich sonst ganz Wasser holen muss? Ja, unten von der Küche. Ja, weißt du, wie weit weg die ist? Lass mich mal eben kurz laufen. Nicht mal eine Minute? Ja, dann laufen wir mit dem Fass und dem vollen Inventar dahin. Okay, dann sind es 2 Minuten. Ah, und wieder zurück. Nee, dann ist das Inventar ja wieder leer. Ja, aber das Fass hast du immer noch dabei. Ja, aber du weißt doch, mit dem Fass kannst du doch jetzt schneller laufen als früher. Das dauert trotzdem noch ewig. Bau da einen Brunnen hin. Ich formuliere es mal so, ich arbeite dran. Der Lieblingsspruch einer jeden Gewerkschaft. Echt, die arbeiten? Also von dem letzten Gewerkschafter, den ich kennengelernt habe, hieß es immer bloß Freistellung, Freistellung, Freistellung. Der hat so gut wie gar nicht mehr gearbeitet. Gewerkschafter Freistellung oder redest du vom Betriebsrat? Betriebsrat, Entschuldigung. Das ist schon ein Unterschied, das ist dir klar, ne? Ja, der Betriebsrat steht für dich ein. Ich sag doch, come in and burn out, das neue Douglas-Prinzip. Also ein Betriebsrat muss nicht unbedingt für dich einstehen. Ja, kommt drauf an, was für Pfeife man da gewählt hat, ne? Richtig. Ich hoffe, dass ich das diese Woche erfahre. Bei uns hieß einer nicht Betriebsrat, Betriebsverräter war der Name. Er wurde auch von allen so genannt. Ah, da ist der Betriebsverräter wieder. Hat er gar nicht verstanden, warum. Oh. Hat er sich vom Chef kaufen lassen? Nein, von der Firma. Es hat ein Haus eingebracht. Ernsthaft. Kann man mal machen, ne? Er hat einen Null-Zinskredit bekommen, den er irgendwie nicht zurückzahlen musste. Ah, ja. Läuft. Betriebsverräter, auch interessant. Ja, okay, ist nicht ganz gerade die Linie, aber ich kann damit leben. Kriege ich einen Stapel 100er Erde, bitte? Ein Stapel? Du brauchst nur 30. Ah, ein Stapel, ein Stack, 30. Weiß nicht, ein Stack ist für mich 300. Für mich auch. Für einen Brunnen, ja.
Oh nein, jetzt habe ich schon wieder den Bug. Jeder kriegt, was er verdient. Das ist nervig, wenn du keine Maus hast. Das glaube ich. Muss mal Tab drücken. Oder hast du die auf den zweiten Monitor geschoben? Ein klares Nein. Die Maus ist definitiv im ersten Monitor mitzusehen. Aber ich sehe sie nicht. Wie kannst du dann wissen, dass sie auf dem ersten Monitor ist? Ich sehe, wie die... Ah, sie ist wieder da. Das war jetzt creepy. So, du hast jetzt auf jeden Fall schon mal 15 Gerberahmen hier stehen. Ein Teil der Bäume bei der ganz neuen Apfelplantage haben auch einen Schub gekriegt gehabt. Oh, sehr schön. Wo würde ich denn die Erde finden? In meinem Lagerhaus. Darf ich da auch ran? Nein. Legst du dir gleich in den Pferdewagen vorn dran. Definiere gleich. 50 Klumpen. 40 Klumpen. Zu spät bin da. Egal. So war. Aus meinem Lagerhaus. Ich finde das so affig, diese Wagen. Deswegen ist die Tür hier auch zu. Hä? Du hast mir jetzt 100 Erde gegeben. Ich brauche 30. 30, ja, Entschuldigung. Nimm dir 30 raus. Nachher heißt es noch, ich unterschlag hier Erde. Jetzt hast du 70, gell? Du hast die 30 zurückgelegt. Na. Und schon unterschlägt er. Ja. Ich pass auf. Ach man. Man wird hier doch echt wahnsinnig. Nein, Silkene ist einfach nur wahnsinnig. Danke. Ja, wir haben nicht mehr viele Hunderter, wir haben nur noch 90 Stück. Aber du hast ja gehört, die 100er Erde will ja Herr Barock haben. Also ich hätte davon sonst auch gerne einen Teil für die Kräutergärten. Nein, die 90 bleiben hier. 90 reicht ja nicht mal für den Kräutergarten. Genau deswegen. Silkenit, ich brauche noch zwei Metallbänder. Guten Tag. Zwei Metallbänder brauche ich. Die waren
dem Fass. Dann brauche ich 10 Leinseil. Und da geht wieder unser Leinenseil hinflöten. Also okay, ne? Ist das gutes Holz? Ja. Darf ich 5-mal mitsägen? Wie viel? Ich brauche 5 Holzscheite. Ja, ja. Hau rein. 92er müsste das sein, kannst mal gucken. Mhm, passt. Dann kriege ich in dieser Folge auch noch Barocks Wunsch erfüllt mit seinem Brunnen. Was, und dann gibst du dich mit minderwertigen 92er Holz zufrieden? Besorg mir 100er Holz. Du bist der Baumfuzzi hier. Nee, den Rang läuft mir inzwischen auch Raman ab. Und falls es euch aufgefallen sein sollte, ich bin der Einzige, der hier, der keinen Titel trägt, absichtlich. Firma dankt. Jetzt noch einmal hoch zu Herrn Gleinson, und mir da ein 200er Stack Stein rausgeholt. Könnte heulen. Keine 100er mehr da? Nein, die ganze Mühe, die ich mir hier oben mit dem Aufschütten gemacht habe, für die Katz. Welche? Da, wo die ehemalige Apfelplantage war. Richtig. Und ist ja nicht für die Katz, ne? Das wird ja jetzt noch höher aufgeschüttet. Ja. Gleinson? Hast du auch noch hochwertigen Stein da? Nein. Ich habe jetzt erstmal nur die Zehner so rausgeholt. Welche Seite ist der hochwertige Stein in der Mine? Links hinten. Rückwand. Da, wo die ganze Erde vor ist? Nein, da. Ist das für den Brunnen? Ja. Irrelevant. Kannst Einser nehmen. Nur die Qualität der Erde bestimmt, welches Wasser rauskommt. Okay. Ja, stimmt, da war was, ja. Ja, Segen hat nicht geklappt, ne? Egal. Doch, hat er. Okay. Also nach meiner Anzeige hat er geklappt. Hoppala, da habe ich ein bisschen zu viel Stein mitgenommen. So, Barock, dein Brunnen steht, Wunsch erfüllt. Sehr schön. Also wie gesagt, du kannst jetzt hier oben schon anfangen, leicht deine Produktion anzufangen. Ich baue die nächste Woche noch aus. Ja, ich fange an umzuziehen, wenn alles fertig ist. Weil das mache ich dann alles auf einmal. Jetzt so kleckerweise darüber, das ist auch nicht so günstig.
die ganzen alten Gerberrahmen und sowas, die kann ich dann ja eigentlich gleich schreddern. Weil die geben ja eh bald einen Geist auf. Oder möchte die jemand behalten? Ich nicht. Lass es aber erstmal stehen. Wenn wir den Platz dann brauchen, können wir sie immer noch wegmachen, oder? Können wir machen, ne? Wie viel Stahlbahn hast du heute hingekriegt? 40. Wie viel musst du noch? 100? 200? Ich weiß nicht. Kann gleich mal gucken. Wer hat denn bitte die Eiche weggehauen? Welche Eiche? Vor dem Südtor des Bauernhofes. Da wasche ich meine Hände in Unschuld. Ich würde gerne sagen ich, aber ich war es leider nicht. Keine Ahnung. Ist sie vielleicht an Altersschwäche gestorben? Ich garantiert nicht. Also als nächstes wird auf jeden Fall dein ganzes Flachs fertig. Das Flachs steht sozusagen in seiner vollen Blüte. Wenn es in der vollen Blüte stehen würde, wäre es ja schon fertig. Wenn ich ehrlich sein soll, das sieht jetzt gerade eher aus wie ein Mohnfeld. Was steht hier? Man kann keine Barren schmelzen, sondern nur Vuskusplatten und muss die in Barren umschmelzen. Richtig, du musst zuerst unregelmäßige Legierungen bauen. 30 unregelmäßige Legierungen geben eine Platte und 5 Platten geben einen Barren. Für eine unregelmäßige Legierung brauchst du 2 Stahlplatten. Also, für eine Vostaskus-Platte brauchst du 12 Stahlbarren, wenn ich das richtig sehe. Den mal 5, 500 Vostaskus-Platten brauchen wir. Nein, 50. ...150 unregelmäßige Legierungen sind 5 Platten, sind ein Barren. Richtig. Für eine... was? 150? 150 unregelmäßige Legierungen ist ein Barren, steht hier im Wiki. Okay, also brauchen wir 1500 unregelmäßige Legierungen. So, und die besteht aus... Moment, mal 2 Platten, Stahlplatten. Das sind 3000 Stahlplatten durch 5. Das sind 600 Stahlbarren. Wir haben 40. Boah.
Pro Stahlbarren brauchen wir 12 Flussmittel, also mal 12. Sind wir bei 7200 Flussmittel. Läuft. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das das Richtige ist oder das MMO. Ich glaube, MMO ist teurer. Ich bin mir nicht sicher, das wird hier leider nicht in der BG angezeigt. Nee, hier auch nicht. Auf welchen Stand das ist. Aber da auch was steht von wird benötigt für Belagerungstotem, gehe ich mal vom MMO aus. Ja, also ich habe jetzt in zwei Foren das gleiche gefunden. Zwei Stahlplatten für eine unregelmäßige Legierung. Achso, dazu kommt noch, dass wir 1500 Goldklumpen natürlich brauchen. Und 3000 Silberklumpen. Und 3000 Kupferplatten. Und bei Kupfer ist die Qualität dann auch noch ausschlaggebend oder ist die denn wenigstens egal? Für das Monument ist es egal. Gut. Ja, also hier steht für ein Vuskusbarren 300 Stahlplatten, 300 Kupferplatten, 300 Silberklumpen und 150 Goldklumpen. Naja, das sind für 10 3000 Stahlplatten. Ja, 3000 Kupferplatten, 3000 Silberklumpen und 1500 Goldklumpen. Ja, das sind die 600 Stahlbarren, die ich meinte. Das passt also. 7200 Flussmittel, bitte. Das ist vielleicht ein Ideechen übertrieben, oder? Ja. Willst du jetzt was Lustiges fürs MMO hören? Das da ist das genauso teuer, ja. Aber mit Angriffen kannst du den Reclaim von der Stadt reduzieren. Und wenn du ihn unter den Radius von Monument 4, wo du diese Vostaskus-Barren brauchst, reduzierst, wird es zu einem Monument 3. Und die 10 Vostaskus-Barren sind verloren. Ja, GZ. Das ist fies, sage ich dir. Lasst mich raten, das habt ihr bei den Russen dauernd gemacht. Ja, dauernd, aber so ab und zu. Wir haben sie vorgewarnt. Zweimal. Meint ihr nicht auch, dass das irgendwie produktionsfördernd dafür war, dass die Russen euch verlassen haben? Dass ihr nur auf die drauf seid? Nein, andersrum. Die haben uns den Krieg erklärt und zwar mit drei großen Blöcken. Das ist ja aber auch egal, das war ja okay. Dass. Naja, dass die weg sind, sind sie selbst. Naja, nicht selbst dran schuld, aber mit dran schuld. Wir haben ihnen Frieden angeboten. Sie sollten nur aufhören. Die hatten so ein paar Deppen, die sind dann zum Beispiel nachts rumgerannt oder haben nichts anderes gemacht, als den ganzen Tag rumzurennen und Löcher in die Straßen zu graben, die wir gemacht haben. Weißt du, ein Loch reingekramt, an der anderen Seite wieder aufgeschüttet. Und das den ganzen Tag. Einfach nur nervig, mehr nicht. Die dann natürlich extra dafür aus der Gilde gegangen sind, ein hohes Alignment hatten. Das heißt, wenn du sie umgebracht hattest, wenn sie das gemacht haben, hast du einen riesen Alignment-Verlust bekommen. Also hier Gesinnungsverlust. Einfach nur Trolle. Einfach nur zum Nerven. Wir haben gesagt, hier, kein Problem. Wir lassen das mit dem Krieg. Machen quasi Waffenstillstand oder Pause oder wie ihr das wollt, könnt ihr später weitermachen. Nur diese Sachen müssen aufhören. Nö, ja, nö, das machen wir weiter. Auch wenn Frieden ist, machen wir das weiter. Das ist ja keine Kampfhandlung. Naja, daraufhin ging's weiter. Wir hatten gar keine andere Wahl. Darüber kann man diskutieren. Oh oh. Irgendwas hat hier geknurrt. Wo bist du? bei der Rampe. Ja, da treiben sich gerne Wölfe rum.
Ja, der steht hier direkt neben meiner Rampe. Warte, ich guck mich an. Er wird nicht lange gucken. Er hat schon mal einen Schuss ins Gesicht gekriegt. Och, bist du gemein. Links, rechts, wo? Ah, da, er kommt auf dich zu. Uah, von der Rampe geflogen. Was machst du da? Hängst du fest? Oh, ich hasse das. Kannst du bitte... Ich lad grad nach. Das ist super. Ich hasse dieses. Er hat noch einen Treffer gekriegt. Brennt weg. Ja. Knapp vorbei. Der steht da hinten auf der Wiese. Siehst du ihn? Über. Weg. Sehr gut. Hast du ein Messer? Ja, aber der ist jetzt gebunden an dich. Achso, ja, ich mach. Wie, was ist denn da passiert? Du bleibst in dem stecken, oder was? Es gab ein kurzes Lag bei mir. Und ja, ich muss ja seitlich an ihm vorbeireiten. Ich bin halt nicht seitlich, ich bin quasi... Er hat einen Schritt rüber gemacht und ich bin in ihn reingerannt. Und dann verbackt sich das Pferd, kann nicht mehr vor und zurück, dann musst du absteigen. Und das ging halt nicht, weil der zu hoch geschwebt ist, weil der quasi auf dem Wolf halb drauf war. Ja, super. Ja, das ist so ätzend. Noch einen gesehen? Nee, nur den einen. Den habe ich auch erst gesehen, als ich das hier knurren hörte auf einmal. Ich bin ja vorhin lang geritten, hier war noch nichts. Wo war der? Wo der kommt. An der Rampe oder was? Ja, hier direkt neben meinem Pferdekarren. Nur unten. Gut. Der gewandert. Ist hier nichts ahnt am Graben und auf einmal knurrt dich was an. Da geht hier überhaupt nicht. Ich weiß schon, wo ich meine Armbrust dabei habe. Ja, ansonsten ist hier nichts. Einzelkämpfer, oder? Ja, sehr ungewöhnlich. Ich habe halt auf der anderen Seite Richtung Meer habe ich zwei Wölfe gehabt vorhin. Nö, sonst sehe ich hier nichts. Ich habe immer, wenn ich Wölfe suche, habe ich immer auf der kleinen Insel Glück. Da sind immer. Ja, ja. Das ist krank, also. Ja, das ist so der schöne Spot dafür. Da hast du ja richtige Rudel teilweise, das ist echt übel. So, aber ich sehe gerade auch schon wieder, dass der Spaß wieder zu Ende ist hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen, Kommentar oder ein Abo da. Wenn ihr mitspielen wollt, jeden Sonntag 18 bis 22 Uhr sind wir hier am Zocken. Könnt ihr gerne dazukommen als Einzelperson oder als Gruppe. Wenn als Gruppe, bitte kurz einen Kommentar hinterlassen, damit ich die Server-Slot-Zahl erweitere. Ja, ihr könnt euer eigenes Ding hier durchziehen, wie der gute Vendrup, oder ihr könnt mit uns zusammen zocken. Ansonsten Passwort und IP stehen unten in der Videobeschreibung und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.